Nun möchte ich die agenturspezifischen Funktionen von What the Photo vorstellen. Die Aufgabe von Agenturen ist es, aus den von Fotografen hochgeladenen Fotos eine Sammlung für ihre Kunden zu erstellen. Fotos werden mit Hilfe von Lightboxen organisiert, auf die dann später Kunden Zugriff bekommen, die diese dann kaufen können. Es gibt in den Demo-Daten bereits einen vorregistrierten Agenturbenutzer. Der Nutzername ist A. Das Passwort ist A. Die wichtigste Funktion der Agentur ist es, Lightboxen anzulegen. Dies geschieht, indem ich in dem Lightbox-Panel hier oben eine neue Lightbox anlege. Nachdem die Lightbox angelegt ist, kann ich sie mit einem Doppelklick öffnen. Habe ich mich einmal vertippt? Beim Benennen einer Lightbox kann ich den Titel der Lightbox an dieser Stelle bearbeiten. Neu angelegte Lightboxen sind natürlich leer. Jetzt muss ich Fotos finden. Über die Suche kann ich die gesamte Fotodatenbank durchsuchen. Klicke ich einfach nur auf Suchen, bekomme ich alle Fotos in der Fotodatenbank aufgelistet. Ich kann darüber hinaus die Suche auch noch einschränken nach Kategorien und natürlich kann ich auch nur noch einen Suchbegriff wählen. Habe ich ein Foto gefunden, das mir gefällt, kann ich es mit Drag and Drop in die Lightbox ziehen. Ich möchte aber noch weitere Fotos in der Lightbox haben. Fotos in einer Lightbox lassen sich pixelgenau verschieben. Bin ich einmal mit der Anordnung nicht mehr zufrieden, kann ich über die Schaltfläche anordnen, die Fotos in der Lightbox in einem sauberen Grid ausrichten lassen. Fotos in einer Lightbox kann ich individuell benennen. Wenn wir zum Beispiel einen englischen Kunden haben, kann ich einen Titel für dieses Foto vergeben, was nur in dieser Lightbox gilt. Ich kann auch einen agenturweiten Titel vergeben, der für alle meine Kollegen sichtbar ist. Unter Rate kann ich einen prozentualen Wert angeben, der beim Kauf eines Fotos durch einen Kunden auf den Fotografenpreis aufgeschlagen ist und meine Gebühr entspricht. Wie der Fotograf kann ich auch Tags hinzufügen. Auch die Agentur verfügt über ein Profil. Jeder Agenturmitarbeiter hat ein eigenes Profil, in unserem Fall der Herr A. Des Weiteren gibt es als Agentur noch das Agenturprofil. Dieses kann nur von Agenturadmins bearbeitet werden und enthält den Agenturnamen und die globale Rate für Fotos. Ist auf Fotos in einer Lightbox keine individuelle Rate definiert, wird dieser Wert übernommen. Kommen wir nun zur Benutzerverwaltung. Als Agentur habe ich die Möglichkeit, weitere Kollegen anzulegen. Dies ist besonders wichtig, um später gemeinsam mit Ihnen an Lightboxen zu arbeiten. Über den Menüpunkt Benutzerverwaltung Neuer Benutzer lege ich einen neuen Mitarbeiter an. Das Häkchen Admin definiert das Recht, ob jemand das Agenturprofil bearbeiten darf und ob er selber weitere Mitarbeiter anlegen kann. Ich lege jetzt meinen Kollegen Hans an. Durch die Angabe der E-Mail-Adresse würde Hans seine Zugangsdaten ebenfalls per E-Mail bekommen. Als Agentur-Admin kann ich auch Kunden anlegen. Hierzu lege ich eine Firma an und den ersten Mitarbeiter dieser Firma, der automatisch Administrator der Firma ist. Unser Kunde ist der Herbert und Herbert arbeitet bei der Wurst AG. Nun kann ich mich als Hans oder Herbert einloggen.
Da wir uns, wie gesagt, im Demo-Modus befinden, lauten alle Passwörter 17. Ich logge mich nun als der eben angelegte Agenturmitarbeiter ein. Da Hans kein Admin ist, kann er keine neuen Benutzer anlegen. Sehr wohl jedoch kann er sein Benutzerprofil bearbeiten.